Ja, hallo so und herzlich willkommen zurück zu einer neuen verrückten Runde Let's Play Banished. Jo, ich habe eigentlich nicht viel zum Sagen, außer dass das Ding nur überläuft und nur über alle leben und nur über nichts tot ist und nur über nichts kaputt ist. Und da ich eigentlich gerade am Überlegen bin, ob ich nicht mehr komplette oder einen Großteil von meiner Nahrungsproduktion aus Platzmangel vielleicht über einen Trade lege. Aber solange es man nicht. Ich kann es ja kontrollieren. Solange man das Food nicht extrem obersackt und dann müsste schon was passieren, dass man das so extrem obersackt, konnte ich jetzt einmal Pause machen mit Förderbahn. Aber wie gesagt, ein bisschen Platz hätten wir noch. So schlimm. Nein, das Problem ist, ich muss dann auch überlegen, wo tue ich dann die nächsten. Das ist schon fast voll. Die nächsten Minen hin. Weil, obwohl, da haben wir jetzt eh noch ein bisschen Zeit, da haben wir noch zwei von den anderen Minen. Also Steinbruch und Minen, ich meine, das, was ich jetzt anschaue, sind natürlich Minen. Da haben wir noch 40%, 33%, das heißt, das geht schon noch ein bisschen. Leute wuseln genügend umeinander, wie man sieht. Steine haben wir auch noch ein bisschen was, das heißt, eigentlich kommt die da jetzt dann wieder weiter damit auf Steinhaus ausbauen. Und wenn es mir ein paar Leute erfriert, gibt es Schlimmeres. So, das genügt dabei, glaube ich mal. Kleidung haben wir auch noch ein bisschen was über. Ja, wir haben vor allem ein wenig was über, nur vom El, also vom Gesöff nicht. Nichts mit Alkohol, nö. Aber sie sind relativ gesund und sie sind auch relativ zufrieden. Man kann immer zufriedener sein. Happiness. Aber wisst ihr, wer viel hackt? Okay, wir haben erst Sommer. So haben wir schon gedacht. Dass wir schon wieder Herbst haben. Aber es geht ziemlich schön aus. Wir haben nicht wirklich viel Ernteausfälle. Ich weiß nicht, dass mein Aufnahmeprogramm da jetzt schon streiken anfangen und ich hoffe, wie gesagt, nach wie vor, dass ich nicht viel Rucken und viel Aussetzen habe in der Aufnahme, weil laut Fraps mache ich jetzt momentan 23 Frames, also 23 Bildrate, das ist auch nicht so viel. Schau, der hat seine Brücke gekriegt. Oh. Was macht der eigentlich im Jahr? 600, naja, 6 ist ja eigentlich nicht so verkehrt für einen Fischer. Können wir da dann, wie kommt doch da jetzt dann nebenbei nur Fische einer? Da kann ich doch nur Fische einer. Die behindern sich vielleicht selber, aber im Endeffekt muss ich trotzdem mehr ausschauen. Ich habe die Leute. Wenn ich sage, ich will da noch irgendwo Fische einer da, wenn ich da, ja schon, da gegangen war. Dann machen wir das. Da haben wir instant da jetzt einfach nur ein paar Fische hinten herpflanzen. Lassen da die Fische noch ein bisschen. Bisschen agieren. Da geht wieder vorne her. Aha, da bin ich auch so zum Spüttern. Da geht auch keine her. Okay. Auch keine mehr her. Ah! Musst du nicht übertreiben. Da geht noch nicht mehr. Da geht noch nicht mehr. Da habe ich genau einen Star drin, der was nicht mehr schön. Dann. Hier. So, jetzt müssen sie halt dann überall hin, gar nicht mehr wurscht. Da geht eine her. Da geht eine her. Da geht eine her. Da geht anscheinend nirgends Tonne hier.
Nö. Da haben wir eine Straße gebaut, die was natürlich super läuft. Ja, aber das genügt jetzt der Wärme, wenn wir die alle dann die Fische mal aufgebaut haben. Dann läuft es schon. Gibt's denn das jetzt gegen mir echt die Leute aus, oder was? Haben wir einen Schrumpf drinnen? Na, das geht noch essig. Aber, puh! Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal die Statistik auf. Food auf 10 Jahre, 25 Jahre, wahrscheinlich, ja, geht bergauf. Ja. Ja. Desto flacher die Kurven, desto gescheiter ist. Nomaden habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie angenommen. Produktion, sind wir da überall schön drüber. Außer bei den Tools. Muss ich mal ein paar Schmiede machen, oder was? Sollten wir uns ein paar Blacksmiths irgendwo hinbauen? Wo haben wir denn die? Was ist das? Blacksmith, nur schauen wir mal, wo wir noch Platz finden für die Hunde. Da war gerade einer. Vor vielleicht dann immer noch anfahren. Yes! Gut, dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen geschmiedet. Da kommt noch ein paar Häuser herstellen. Und zwei Plexen ist mehr genügend, glaube ich, dabei einmal. Aus. Sehr schön. Wie schaut es eigentlich mit der Holzproduktion, mit der Feuerholzproduktion aus? Sind wir drunter, Leute, drunter. Use it produced. Tatrangano. Ja, ist. Vollgas. Mit der normalen Holzproduktion. Normale Holzproduktion. Loks. Hiebst gleich. Locken müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Miesen sacken. Machen immer die gestresste Musik. Dum, 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 dum. So. Okay. Punkung. Jetzt haben wir echt so viel Leute eingesetzt, dass wir die Hackler ausgehen. Jetzt sind wir, glaube ich, in einer Position, wo wir auf 1000 Leute mal stehen, ein bisschen. Weil die, was wicker sterben, die werden für die Nachkommen. Weil es ist da jetzt nicht wirklich der Anspruch. Ich nehme jetzt beinahe eine Stunde auf und es steht da immer schön auf 700, so 720, 730, habe ich mal gesehen vorher. Die werden dann nur ein paar Minuten überziehen, weil bei 50 habe ich die Aufnahme angefangen, habe ich gesagt, das ist genau 10 Minuten oder so. Oder nein, irgend sowas. Hoffentlich. Aber die einen Folgen waren jetzt eh um ein paar Minuten länger. Jetzt kann es sein, dass ich vielleicht dann noch ein oder zwei, ein paar Minuten kürzer mache. Was ich vorher fertig sehen, ob da das ganze Zeitkind und so mit zusammensuchen, was da mal anliegt. Da ein bisschen Stein. Und ich mein, wenn wir ehrlich sind, mit dem Holz, was da mal ansteht, kann ich auch nicht viel anfangen. Das schaut nicht gut aus. Aber bringt mir halt nichts, dass es da steht. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir da vielleicht irgendwo Steine oder Eisen oder irgendwas finden. Ja, ich glaube, das habe ich schon alles einmal angesucht und angerast. Gut, so, da haben wir eh noch ein bisschen was zum Tun. Ja, ein bisschen was bleibt noch. Ich hab gesagt, die werde jetzt dann. Da haben wir noch
60, ist jetzt bei den Fischers, die passen auch noch. Ja, läuft, läuft, läuft. Läuft sogar sehr gut, eigentlich zu gut. Ah ja, siehst du, was ich schon ewig nicht mehr angeschaut habe, haben wir dann, ist das Verhältnis von Einwohnern zu, also Familien und Homes. Homes haben wir 360 und Families, bitte, hallo, wer ist da der King, ha? Ha? Wer ist der King, ha? Ha, ha, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Perfekt, also die Population passt, Vollgas. Und der Rest da? Ja. Haben wir schon wieder drüber? Limit 7000? Gewiss, was? Geht ja gleich auf 10.000. Dann könnte es mich hassen. Ich muss nur aufpassen, dass meine Dinger sind nämlich teilweise so. Öha? Influenza! Wieso habe ich denn das schon wieder zugemacht? Doktor haben wir irgendwo, gell? Irgendwo hätte man doch einmal einen Doktor gehabt. Dann, wo ist die Influenza eigentlich unterwegs? Sieht man den irgendwo? Wo ist er denn? Ja, super, bis ich den gefunden habe, ist das wieder geheilt, oder was? Schaß. Na ja, dann gehen wir wieder auf 10-fache Geschwindigkeit. Ah ja, da gerade auch nochmal an, Schatz. Da genau, Hospital. Guckst du. Mach dich gesund lassen, ha? Influenza, Grippe. Da werden sie wieder wegrotieren. Und bei Rock haben wir schon gedacht, jetzt ist die Influenza da. Und so radiert man so gibt's. Ich schau, wenn man Rapper von Influenza baut schon wieder lauter Scheißdreck. Ich wollte jetzt eigentlich machen einen Steinbruch. Wo ist denn der? Da war Mini. War doch da sicher irgendwo noch eine herpflanzen. Nö? Gar nicht. Okay, jetzt aber. Gibt's ja nicht. Halt. Nein. Nicht. War nicht. Brrr, dann hätte ich gesagt, schauen wir da nochmal vielleicht zu. Nur noch ein paar Platzerl. Platzei? Nein. Brr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 r
Es kann ja sein, dass die Map einfach bei 1000 Leuten sagt, so und auf dem Level schwimmen wir jetzt 50 Stunden dahin. Das war dann eher uncool. Also wie gesagt, wenn irgendwer eine Idee hat, ich persönlich wäre nicht besser, wenn wir sagen, so, banished, das schließen wir jetzt ab und banished lassen wir auslaufen, das Let's Play. Wir haben dafür starten wir irgendein neues Singleplayer Let's Play. Weiß nicht. Keine Ahnung, irgendein anderes Spiel, was gerade interessant ist. Ich habe mich jetzt mit Singleplayer nicht wirklich interessiert, weil ich so viel Multiplayer gerade mache. Aber wenn einer sagt, ja, und Krankenhäuser weg und lass verhungern oder zinken, nein, anzinken, glaube ich, kann man im Spiel gar nichts. Okay. Aber schreibt mir das bitte in die Kommentare. Unten, so Kommentarfeld, da kann man reinschreiben, so, das will ich oder mach das oder. Nein, nicht, lass verhungern. Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich da kann, ist verhungern lassen. Oder erfrieren. Nimm mir noch die ganze Holzproduktion weg. Irgend sowas. Aber bitte, schreibt es in die Kommentare und solange es keiner schreibt, werde ich einfach einmal weiter da, bis irgendwas passiert, dass man das Spiel zerbombt, wenn das überhaupt nicht mehr vorkommt. Mal schauen. Ja, in dem Sinne hätte ich gesagt, das war es jetzt dabei einmal. Ja, ich mache jetzt einen Cut, das sage ich dann nur, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Die Office 6 wird bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.